der... Let's Plunder! So, willkommen zurück bei Satinas Ketten. Es wird weiter auf Forsch nach Feenforschern geforscht. Und dafür schauen wir erstmal... Ja, da ist eine Spinne drin, das ist ja widerlich. Widerlich, ich habe überhaupt kein Problem mit Spinnen, tatsächlich. Wenn ich irgendwie eine Spinne bei mir im Zimmer habe, die lasse ich immer schön in Ruhe, weil die frisst die ganzen nervigen Viecher. Das finde ich super. Was soll das sein? Da sind Statuen mit Schwertern abgebildet. Vielleicht ein Kunstwerk. Was soll das darstellen? Dreh doch mal um. Das hast du gerade selber beschrieben. Auf der Rückseite ist nichts. Nein, ich meine andersrum. Wie andersrum? Ach, du verstehst überhaupt nichts von Kunst. Du musst schielen und deinen Kopf so drehen. Was soll das sein? Da sind Statuen mit Schwertern abgebildet. Vielleicht ein Kunstwerk. Okay, ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich das übrigens jemals erklärt habe. Wenn ich mit der rechten Maustaste was anklicke, dann schaut er das an. Und auch wenn ich bei Dingen nur die Option habe, sie anzuschauen, dann sagt er noch was anderes, wenn ich mit rechts draufklicke, als wenn er mit links draufklickt. Was ist das? Tafeln. Unverständliche Symbole. Gekrakel. Damit kann ich nichts anfangen. Was ist das? Auf dieser hier steht etwas, das ich lesen kann. Ah, jetzt doch. Ah, einmal 4, 4 mal 1. Mine, Gedöns. 6 mal 3, 2 mal 4. Spinnen. 4 mal 1, 2 mal 4. Was weiß ich, das könnte auch so ein Feentor sein oder sowas. 5 mal 1, 3 mal 6. Hier, Edelsteine. Wir racken und wir plagen uns den lieben langen Tag. Gut, das wird, ich schätze mal, das wird später mehr Sinn ergeben. Der Forscher scheint seit Tagen nicht hier gewesen zu sein. Nur noch Kohlen und Asche. Die Kerze ist völlig runtergebrannt. Mit der Kerze wurde offenbar die kleine Grotte beleuchtet. Kann ich auch nicht mitnehmen? Oder Nische? Erkennst du, was dort ist? Nein, du? Nein. Du musst es herausfinden. Da gehe ich nicht rein. Am Ende trete ich auf ein Dorf von Winzlingen. So, mal schauen. Kann ich eigentlich... Ich teste hier auch nochmal, ob ich wieder raus kann. Das dauert mir zu lange. Komm, wir fragen den Kobold. Warte. Oh nein. Was ist? Dort unten am See sind Orks. Verflucht. Sie müssen unseren Spuren gefolgt sein. Wir sollten uns beeilen. Okay, wir kommen nicht mehr raus. So, hier oben war noch so ein Glas. Wir müssen den Sommerling befreien. Ich komme nicht ran. Das ist einer dieser Schmetterlinge vom Seeufer. Sommerlinge. Oder Sommerlinge. Was macht er in einer Vitrine? Vitrine? Vitrine ist auch ein guter. Du musst ihn befreien. Stets zu Diensten. Musst du immer gleich alles zerbrechen? Boah, ey. Du wolltest, dass ich ihn befreie. Aber nicht so. Dinge dürfen nicht kaputt sein. Ist doch nur ein Glas. Ja, nur ein Glas. Und irgendwann bricht alles auseinander. Und alles wird dunkel und grau. Meine Güte, mach halt wieder heile. Dann mach es doch wieder ganz. Das ist das letzte Mal, dass ich das für dich mache. Das hast du vorgestern auch schon gesagt. So, jetzt haben wir hier so einen Sommerling, der hier rumschnaddelt. Und wir hätten hier so eine Blüte. Können wir irgendwo hinsetzen. Ach, guck mal. Das ist doch keine Vase. Oh, sieh mal. Guck mal an. Was haben wir hier? Oha, okay. Tropfsteine. Fäden. Vielleicht. Nein.
Ein Stalagmit oder Stalaktit. Eins von beiden. Stalagmiten haben ein M in der Mitte. Stalaktiten kommen von oben runter. Ein Stalagmit oder eins von beiden. Ich glaube nicht. Okay. Okay, was ist das denn? Ah, okay. Verstehe. Ich weiß nicht, ob ich verstehe. Unsinn. Mal schauen, Moment, was sagte mir das hier? 4x, einmal 4, 4x 1. Gucken wir mal. Einmal. Warte, nein, einmal 4. Viermal 1. Ja. Laut Steintafel liegt dort eine Kupfermine. Ja, ich glaube nicht, dass der Forscher dort ist. Guck mal, so nämlich. Da sind Spinnen. 6x3, 2x4. Also er wird wahrscheinlich hier sein, ne? Aber ich will jetzt wissen, was da bei den Spinnen ist. 6x3, 2x4. Jetzt klick mal raus hier, so. Ich schätze mal, das ist immer das obere. Ich glaube, wenn du zwei Fäden kreuzt, zeigt dir Schatten einen Ort auf der Karte. Ja. Also immer nur zwei Fäden. Soweit war ich. Okay, also nur zwei auf einmal. Na gut. Dann 6x3. Und 2x4. Dieser Steintafel zufolge liegt dort ein Smaragdspinnennest. Glaube nicht, dass der Forscher dort ist. Na gut, dann weg damit. Was soll das sein? Das sind das wollte ich gar nicht. Ich schätze mal, er ist hier, aber jetzt will ich noch wissen, was er hier sagt. Weißt du, 5x1, 3x6. Und 6. Ach, ich bin so blöd. Das war ja 6x1. 5x1. Laut der Tafel ist dort eine Diamantengrotte. Glaube nicht, dass der Forscher dort ist. Das Rätseldesign finde ich tatsächlich ganz nett. Auch wenn es recht schnell klar war, wie es dann funktionierte. Also 4x1, 2x4. Und wenn die Zahlen auf der Steintafel stimmen, muss dort das Feenkunstwerk sein. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo der Forscher ist. Na dann, Forscherwärts. Also, zum Feenkunstwerk ging es zunächst nach rechts, dann geradeaus, dann einmal links? Nein. Zweimal links, dann dreimal geradeaus. Kannst du dir das merken? Links, rechts, geradeaus. Ich glaube, wir sollten den Weg lieber abzeichnen. Na gut, ist wohl besser. Dann nehmen wir doch hier so ein Stück Kohle. Ach, haben wir schon, ja. Ich zeichne den Weg einfach auf die Rückseite. Genau. So hätte ich mir das jetzt nämlich auch gedacht. Versprich mir, dass der Feenforscher mich nicht nach Hause bringt. Also gut, ich verspreche es. Die wird auf jeden Fall noch nach Hause gebracht und dann müssen wir hinterher und sie da wieder raus. Ist immer so. Komm, ich weiß jetzt, wo wir hin müssen. Auch. Die Zwölfe zum Gruß. Seid ihr der Feenforscher? Bei Fabulons Krone und Farindels Fingergespinst. Eine Fee.
leibhaftig. Lass dich anschauen, glitzernde Maid. Welchem Tor bist du entstiegen? Welcher Welt gehörst du an? Sag nichts. Groß und flügellos. Keine Ladifari. Und nicht Bach noch Baum bei dir. Weder Nymphe noch Triade. Ich bin Nuri. Nuri Darinella Wanda. Weißt du, wie ich wieder zaubern kann? Ganz ohne Schmerzen und Verlust? Eine Frage, Fee. Warte, mein Geist muss sich konzentrieren. Ich möchte in dieser Welt bleiben. Frei wie der Rabe fliegen und Abenteuer erleben mit Geron. Kannst du mir helfen? Nur dreimal darf ich eine falsche Antwort geben. Herr Feenforscher? Oh, noch ein... Oh, ein Mensch. Mein Name ist Geron. Wir sind gekommen, um euch um Rat zu bitten. Ihr seid doch der Feenforscher, richtig? Giacomo Nauta. Sphärenkundler, Temporalanalyst und Feenforscher. Das trifft es wohl auf den Punkt. Aber einen Moment, junger Mann. Berühre bitte nicht diese Feenkristalle, Nuri Darinella Wanda. Interferenzen, du verstehst? Wo waren wir stehen geblieben, mein Junge? Feenkristalle? Nuri kann in dieser Welt nicht zaubern. Unter keinen Umständen berühren. Rettet euch! Toll gemacht, Nuri. Aber es war so klar. Du hast gerade mal entspannt den Typen umgebracht. Ist dir das eigentlich bewusst? Oh, ich glaube, da draußen liegt gerade wieder Captain Schlagbohrer los. Naja. Nuri? Andrian Vella, Myrin Amatesta, Eliana Natti. Geroneo Andrian Vella. Was hat sie gesagt? Oh, er lebt ja doch noch. Ich habe dich original übersehen da hinten. Naja, Rucksack. Sie ist verrückt geworden. Sie ist noch verrückter geworden. Wie konnte das passieren? Was ist? Ihr habt etwas im Hals? Also gut, Sphärenkundler und Temporalanalyst. Ich bringe uns besser hier raus. Und dann wirst du mir erzählen, was ich wissen muss. Junge, bin ich jetzt plötzlich Badass. Hier, trink mal einen Schluck, wenn du was im Hals hast. Nehmt einen Schluck. Oh, schwarzes Geschick. Das Feenkunstwerk. Jahrtausende. Hinfort in einem Augenblick. Wir müssen Nuri retten. Sie ist von uns abgeschnitten und scheint unter Schock zu stehen. Wundert mich das? Sie musste ja unbedingt die Feenkristalle anfassen. Deine Fee muss einen anderen Weg hinausfinden. Aber die Orks sind auf ihrer Seite und uns bestimmt auf den Fersen. Nuri darf ihnen nicht in die Hände fallen. Ich kann ihr eine sichere Passage aufzeichnen, aber dazu brauche ich das Notizbuch aus meinem Rucksack. Na gut, die Notizen also. Wie soll ich da rankommen? Du leg dich flach auf den Bauch und dann... Notizen. Also gut, dann hole ich seine Notizen. Na gut, schauen wir erstmal. Verflucht ist das tief. Spring rüber. Wie viele Schritte mögen das sein? So drei? Nein, ich springe auf keinen Fall. So, ein Rucksack kommt doch nicht dran, sagt er. Bricht nicht in zwei. Ich mach einfach den Abgrund kaputt. Geht nicht kaputt. Hätte ja sein können. Gut, was haben wir hier sonst noch? Da ist der Giacomo.
Abgrund, ja gut. Noch mehr Abgrund, ein Sammelkorb. Ich komme nicht ran. Sind die Sammlerstücke darin wertvoll? Tut mir leid. Ich bringe nämlich Unglück, müsst ihr wissen. Ja, jetzt her ist noch jedem. Vieles ist zerbrechlich, aber das nicht. Nuri? Verdammt. Ah, okay. Oh, da war irgendwas. Schutt. Der Brocken ist viel zu schwer. Diesmal war ich aber nicht schuld. Dann, Oh, Teil des Maßstabs. Die Statue ist auf den Stab gefallen und hat ihn gespalten. Die andere Hälfte ist unter dieser Statue eingeklemmt. Okay. Das kann ich nicht schneiden. Ja, ich dachte vielleicht hebeln oder sowas. Die andere Hälfte ist unter dieser Statue eingeklemmt. Mach's vielleicht kaputt. Diesmal war ich aber nicht schuld. Ist schon zerbrochen. Ah, vielleicht funktioniert das immer noch. Die andere Hälfte ist unter dieser Statue eingeklemmt. Das ist noch ganz. Würdest du es jetzt als noch ganz bezeichnen? Ich weiß ja nicht. Vielleicht kann ich den Teil abschneiden. Bis ich ihn damit herausgekratzt habe, ist die Höhle eingestürzt. Na gut. Oh, was haben wir hier? Kann ich da schon raus? Wir müssen Nuri retten. Ja, gut, dachte ich mir. Habe ich was übersehen? Schauen wir nochmal. Oh, den Arm der Ritterstatue. Gut, den hatten wir noch nicht. Die Maßstabhälfte hatten wir auch noch nicht. Euer Stab ist zerbrochen. Gut, da war ich einfach nur sehr blind. Das hätte ich mal sehen können. Der Arm der Feenritterstatue. Packen wir ein. Kommen wir damit zu vielleicht... Zu kurz. Können wir das damit... Hoffentlich war das kein Feenheiliger. Du sollst mir da nicht deine Meinung zu sagen, du sollst das eigentlich versuchen, irgendwie zu hebeln oder sowas. Der Stab passt genau in das Loch, das der Schwertgriff hinterlassen hat. Wäre der Stab nicht zerbrochen, könnte ich damit den Rucksack erreichen. Ja, guck mal. Nuri? Könntest du vielleicht... Ja... Gut, danke. Atialni mune dunaval. Is mandrai rilli. Is lera mandrai rilli. Wie du meinst. Der Stab passt genau in das Loch, das der Schwertgriff hinterlassen hat. Das war übertrieben kompliziert. Okay. Rucksack. Ich lasse ihn zu. Mit diesen Sachen will ich nichts zu tun haben. Dann bitteschön. Schau, das ist für deine Fee. Der Weg hinaus aus dem Berg. Sie soll zu der Mühle laufen, die hier eingezeichnet ist. Dort werden wir uns wieder treffen. Sie ist völlig wahnsinnig. Das kapiert ihr noch nie im Leben. Er fliegt davon. Feische Interferenzen. Ich fürchte, hier wird bald wirklich alles einstürzen. Ich werde Nuri nicht allein hier lassen. Natürlich nicht. Ich mache die Wegbeschreibung erneut. Aber du musst sie ihr auf anderem Wege zukommen lassen. Halte durch, Nuri. Feenkristalle? Die haben wir noch nicht. Der Forscher hat recht. Wir sollten uns lieber von diesen Steinen fernhalten. Geron, saliavi uribel ametesta. Ui. Das Ui hat's rausgerissen jetzt. Was haben diese Steine mit Nuri angestellt? Gut. Rechts geradeaus, zweimal links, dreimal geradeaus. Ja, gut. Hier hast du noch eine Wegbeschreibung. Gut. Hm? Nein. Ja, ich dachte vielleicht...
Gut, die kann ich ihr nicht. Vielleicht kann ich die in den Korb werfen. Das wird nix. Das wird doch was. Na dann. Folge der Beschreibung bis zur Mühle. Du kannst sie gar nicht verfehlen. Der Weg sollte sicher sein. Komm, Junge. Es wird Zeit, dass wir aufbrechen. Der Seher will also Nuridarinella Wanda in seine Gewalt bringen, bei Satinaf. Geschichte will sich stets wiederholen. Was meint ihr damit? Schon einmal missbrauchte der Seher Feen, um die Harfe zu spielen, bis sie ihre Magie verloren und der Finsternis anheimfielen. Nuri nannte sie traurige Feen. Der Seher hat sie uns auf die Fersen geschickt. Möglich. Möglich. Ihr habt damals mit den Helden des Königs gekämpft? Sinde bewahre. Ich wäre ein Ritter von trauriger Gestalt. Als der junge König meine Hilfe erbat, war der Seher längst in Gewahrsam. Aber ich habe das Feentor im Steineichenwald verschlossen. Das habt ihr getan? Auf immer und ewig. Die schwerste Entscheidung meines Lebens. Aber es hätten erneut Feen nach Andergast dringen können, um die Harfe zu spielen. Warum habt ihr Nuri damals beim Feentor nicht getroffen? Es wurde damals gemunkelt, die Helden hätten eine Fee aus den Fängen des Sehers befreit. Aber man hat es natürlich nicht für nötig gehalten, sie mir vorzustellen, bevor sie freigelassen wurde. Warum ausgerechnet Nuri? Es gibt doch sicher noch andere Feen. Eine gute Frage. Was weißt du über Nuri und ihre Heimatwelt? Nur, dass sie nicht dahin will. Über ihre Herkunft hat sich Nuri stets ausgeschwiegen. Vielleicht aus Angst. Vor ihrer Heimat. Oder ihrer Vergangenheit. Die Magie der Feen kann ganze Welten auf den Kopf stellen. Ihr meint, Nuris Welt hat sich verändert, seit sie hier ist? Oder sie kam deswegen erst zu uns. Nuri darf nicht zaubern. Sonst stirbt sie oder verliert ihre Seele. Verstehe. Wir hatten gehofft, ihr könntet uns helfen. Ich befürchte, dazu müssten wir mehr über die Welt wissen, aus der sie stammt. Wisst ihr, woher Nuri stammt? Ich konnte nie die Welt hinter dem Tor im Steineichenwald erforschen, bevor ich es versiegelte. Aber ich habe eine Vermutung. Nuris Heimat könnte die Feenwelt Neirut-Neva sein. Neirut-Neva? Ein buntes Land, ein Ort der Freude. Das hört sich eigentlich gut an. Warum sie wohl dorthin nicht mehr zurückkehren will? Gut, fragen wir mal, was es mit der Zauberharfe auf sich hat. Wisst ihr mehr über die Zauberharfe? Sie kann nur von Feenhand gespielt werden. Ein Mensch, auch der Seher, würde daran zugrunde gehen. Denn sie wurde von Feenhand erbaut. Zu welchem Zweck? Sie muss große Macht besitzen. Macht, die einem Seher nutzt. Leider ist ihr Standort unbekannt. Wir könnten sie sonst genauer untersuchen. Die Magier der Akademie haben sich stets dazu ausgeschwiegen. Ich kann es Ihnen nicht einmal verübeln. Aber wieso steht sie in unserer Welt und nicht bei den Feen? Das gilt es herauszufinden. In der Akademie von Andergast muss es alte Aufzeichnungen geben. Was wollen wir zuerst wissen? Ach komm, Seher scheint hier der große Böse zu sein. Habt ihr den Seher gekannt? Nein, aber die Leute haben sich damals viel erzählt über ihn. Gerüchte, du verstehst. Was für Gerüchte? Dass er blind geboren sei. Doch von Satinaf berührt oder verflucht. Er sah die Zukunft anderer. Doch stets nur Tod, Verderben und Unglück. Nie Gutes und Schönes. Andere sagten, er sei ein Hexer, getrieben davon, seine eigenen Prophezeiungen wahr werden zu lassen. Der Seher hat auch mir Unheil prophezeit. Will er es wahrmachen? Ich bin mir sicher, er verfolgt andere Ziele. Eigene Ziele. Ich weiß nicht, wie lange ich Nuri noch vor ihm schützen kann. Die Bürde, die du trägst, gehört nicht nur auf deine Schultern, Geron. Was meint ihr? Nach allem, was er deiner Nuri antun will, werde ich alles in meiner Macht tun, dir zu helfen. Satinaf. Satinaf. Der Rabe hat diesen Namen auch erwähnt. Könnt ihr mir mehr von Satinaf erzählen? Du meinst den Steuermann des Zeitenschiffs? Den Unaufhaltsamen? Satinaf war ein mächtiger Halbgott, der an den Urgrund der Welt hinabstieg, um das Schiff der Zeit zu erobern. Doch die Götter straften ihn für seinen Frevel. Für alle Ewigkeit wacht er nun selbst, gekettet an das Steuerrad des Schiffs, über den Fluss der Zeit. Er allein sieht Vergangenheit und Zukunft, doch nicht einmal er kann sie ändern. Nagt deshalb Satinafs Zahn überall? Ja, obgleich er nicht in jeder Welt gleich schnell nagt. Aha.
Nicht in jeder Welt, zum Beispiel in der Feenwelt. Läuft sie da vielleicht anders die Zeit? Lässt sich die Zukunft wirklich nicht ändern? Zukunft, Vergangenheit, was bedeuten sie schon? Morgen ist schon bald gestern, nicht wahr? Der Seher hat die Zukunft gesehen. Auch meine. Glaub nicht jedem Blinden, was er sieht. Mir schwirrt der Kopf. Fällt Nori dem Seher in die Hände, ist sie verloren. Er wird sie zwingen, dunkle Feenmacht über Andergast zu entfesseln. Nur mit welchem Ziel? Er ist Seher. Es muss etwas mit der Zukunft zu tun haben. Nach allem, was er damals schon getan hat, müssen wir das Schlimmste befürchten. Dein Ziehvater sah nur einen Weg, um das alles zu verhindern. Ich kann Nori nicht töten. Nicht einmal, wenn das die Welt vor dem Untergang rettet. Geron, niemals lasse ich zu, dass Nori Darinella Wanda auch nur ein Haar gekrümmt wird. Ich bin bereit, jeden Weg zu gehen. Dann bringen wir sie zurück in ihre Welt. Ah, ist jetzt bald mal Schluss mit der Exposition. Ich würde gerne mal die Folge beenden. Nori will nicht zurück in ihre Welt. Es gibt nur diesen einen Weg. Wovor auch immer sie sich fürchtet, du musst sie zurückbringen. Sonst ist sie des Todes. Gibt es nicht noch andere Feentore, die nicht so weit weg sind? Diese Tore führen in andere Welten, in denen Nori sterben würde. Das können wir nicht riskieren. Habt ihr nicht selbst das Tor zu Noris Welt auf immer verschlossen? Und es kann nie mehr geöffnet werden. Aber nach Neirutneva führt womöglich noch ein zweites Tor. Es soll sich in den Klagesümpfen befinden, tief im Niemandsland der Brinasca-Marschen. Wo genau finde ich das Feentor? In Enkvi weilt ein Kollege von mir, Menander Goswin. In seinem Besitz befindet sich der Kristall von Neirutneva, ein magisches Prisma, das den Weg zum Feentor weist und das Tor auch öffnet. Hoffe ich. Ich gehe derweil nach Andergast, um in der Akademie nach dem Standort der Zauberharfe zu recherchieren. Und wer weiß, vielleicht finden wir sogar eine Möglichkeit, die Harfe unschädlich zu machen. So wird es gemacht. Hier, nimm diese Notizen für deine Reise. Darin findest du Goswins Adresse und all mein Wissen über das Feentor und das Reich dahinter. Ich bin bereit. Enkvi, Menander Goswin, Feenprisma, Klagesümpfe. Und schon ist Nori zu Hause. Warte. Warte, es heißt, eine sehr mächtige, sehr gefährliche Kreatur bewache das Feentor. Ah, ja, was denn für eine Kreatur? Ihr Blick soll alles Lebende versteinern, wie ein Basilisk. Vielleicht ist es ein Basilisk. Ich ahnte es. Die Sache hat einen Haken. Wie kann man den Wächter des Tores passieren? Niemand ist je zurückgekehrt, um diese Frage zu beantworten. Kopf hoch. Dein Namensvetter, der heilige Geron, zog einst auch gegen den Basiliskenkönig. Er war der größte Held aller Zeiten und besaß das göttliche Schwert Siebenstreich. In jedem Menschen steckt ein Held. Und ich hab ein Messer. Wollt ihr nicht mit Nori nach Enkvi gehen und ich forsche in Andergast nach der Harfe? Die Magier waren damals sicher nicht meine Freunde. Aber glaubst du, sie lassen jemanden wie dich in die Akademie? Schon gut. Vergesst es. Nun trennen sich unsere Wege, Geron. Schütze Nuris Leben um jeden Preis. Bringe sie zurück in ihre Heimat, wo sie glücklich werden kann. Hab Dank für alles. Wünscht mir viel Glück. Du wirst deinen Weg finden. Wir sehen uns in Andergast. So, haben wir uns jetzt eigentlich mit Nuri wieder getroffen? Oder wie sieht das aus? Ich habe auf jeden Fall die Option hier, dass ich Nuris Magie anwende. Ist die hier irgendwo? Und wo bin ich hier gelandet? Jetzt wurde so viel gelabert und ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Ich versuche das mal irgendwie rauszufinden und hoffe dann in der nächsten Folge kann ich wieder frisch starten und so wieder so ein paar Rätsel lösen. Bis dahin wünsche ich euch wie immer gute Winde. Tschüss!